Hallo zusammen, in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie man zwei Maschen zusammenstrickt, nach links und nach rechts verschränkt. Also einmal die klassische Variante und einmal die russische Variante, wo da die Unterschiede liegen. Ich habe bereits ein paar Maschen zusammengestrickt. Also als erstes zeige ich euch die russische Variante, wie man die Maschen zusammenstrickt. Also das heißt, ich habe hier die rechte Maschenseite, hier die rechte Seite von der Schlinge habe ich hinten. So, jetzt stricke ich diese zwei Maschen rechts zusammen. Die erste Masche hebe ich ab, die zweite Masche nehme ich jetzt mir von der Nadel und drehe diese einmal um, so dass die rechte Masche, die rechte Seite von der Masche vorne ist, also nicht mehr hinten. Jetzt gebe ich die zweite Masche wieder auf die Nadel und dann stricke ich beide Maschen rechts zusammen. Jetzt habe ich zwei Maschen rechts nach links verschränkt gestrickt. So, jetzt stricke ich erstmal alle Maschen rechts. Die zwei Maschen stricken wir dann auch rechts zusammen. So, auf der Seite, also wie gesagt, es ist bei mir so, dass diese Schlinge hinten liegt. Jetzt wende ich mir diese beiden Maschen so, dass die rechte Schlinge vorne liegt. Jetzt habe ich diese rechte Seite von der Schlinge vorne. Und jetzt von hinten nach vorne stricke ich beide Maschen rechts zusammen. Und Rest nach Muster. So schaut das Ganze dann aus. So, jetzt schauen wir uns die klassische Art. So, die rechte Masche hebe ich ab. Jetzt ist es bei mir so, dass die rechte Schlingenseite liegt bei mir vorne. Das heißt, ich stricke die rechten Maschen nicht hinten, sondern von vorne. So. Jetzt muss ich nach links verschränkt die Maschen stricken. So, dazu mache ich Folgendes. Ich hebe die erste Masche erstmal ab, so wie beim Stricken. Also hier vorne gehe ich hin und hebe die Masche ab. Die zweite Masche stricke ich rechts, ganz normal. Und jetzt hebe ich die rechte über die linke Masche über, so drüber ziehen. So schaut es dann aus. So, jetzt stricke ich erstmal zwei Maschen rechts oder weitere Maschen. Ja, zwei Maschen sind es dann. Und die weiteren zwei Maschen stricke ich auch zwei rechts zusammen, nach rechts verschränkt. Dazu gehe ich hier hinten, stiche ich ein und stricke beide Maschen rechts zusammen. Eines weiteren stricke ich nach Muster. So, so schaut es dann aus. Also hier nach rechts, hier nach links und hier nach rechts. Also das sind jetzt die beiden Varianten, wie man die zwei Maschen nach links und nach rechts stricken kann. Einmal auf die klassische Weise und einmal auf die russische Weise. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal.